Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr wisst, haben wir gerade den Frau Gust, das heißt, wir interviewen spannende Persönlichkeiten weiblichen Geschlechts und versuchen euch diese näher zu bringen. Ihr könnt das Ganze nicht nur hören, sondern natürlich auch sehen und uns verfolgen auf Instagram und TikTok und Strava und Facebook und der Webseiten und auf der Donauinsel oder am Biesenberg. Und falls euch sonst irgendwie noch ein Kanal einfällt oder ihr uns auf einschlägigen Webseiten findet, in sonderbaren Posen, gebt uns bitte Bescheid, damit wir es auch wissen. Und wenn ihr das toll findet, was wir machen, dann könnt ihr uns natürlich liken und ihr könnt uns bewerten und ihr könnt uns Euros zustecken, weil das einfach, das gehört sich einfach. Das macht man einfach, das ist super. Also für euch nicht, aber für uns. Hey, es ist Sommer, das Wetter ist geil. Wir Sportler wollen einfach draußen sein, einfach Spaß haben, wir wollen einfach Energie haben, wir wollen nicht irgendwo faul in der Ecke rumliegen, wir wollen einfach das Leben genießen, wir wollen das ganze harte Training, das wir in den Winter reingesteckt haben, einfach genießen, Wettkämpfe haben und einfach voll Energie sein. Und wir vom Lauf Entdecken Podcast vertrauen da schon länger auf AG1 von Athletic Greens. Ich war letzte Woche erst in Urlaub und da will man einfach draußen sein, da will man die Berge genießen, da will man damit mit der Familie Spaß haben. Und das sind vor allem die Travel Packs von AG1, von Athletic Greens, einfach super praktisch. In der Früh aufstehen, Wasser rausholen, Travel Pack aufreißen, ins Wasser rein, umrühren, trinken. Und es gibt mir genau den richtigen Vitamin-Kick, den ich brauche, um einfach den ganzen Tag draußen zu sein und mit der Familie die Berge zu genießen. Und in AG1 sind 75 wichtige Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe, die aus echten Nahrungsmitteln hergestellt sind. Es ist echt leicht absorbierbar und die Pulverform von AG1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper und dem nächsten Abenteuer steht einfach nichts mehr im Weg. Und mit den Travel Packs, egal ob du bei einem Rennen bist, ob du mit der Familie auf Urlaub bist, das ist immer dabei. Es gibt keine Ausrede, einfach dir selbst was Gutes zu tun. Und AG1 unterstützt einfach deine tägliche Nährstoffversorgung, kombiniert mit einer gesunden Ernährung. AG1 ist einfach praktisch und einfach. Ein Messlöffel, 250 ml Wasser, 75 Inhaltsstoffe, boom, und der Tag kann beginnen. Wenn auch du von den Vorteilen von AG1 genießen willst, dann geh auf athleticgreens.com/laufendeentdecken und du bekommst bei einer AG1-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und eben 5 dieser wirklich, wirklich praktischen Travel Packs zu jeder ersten Abo-Bestellung dazu. Neukunden erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und eine Shaker zum Wohnungsbacken dazu. Und nun zurück zur Sendung. Ja, und dann wären wir auch schon durch mit dem Interview. Mit dem Intro. Fast. Danke, Folge zu Ende. Okay, passt. Das war's. Wie ihr gehört habt, ist der andere auch da. Hi, Flo. Hallo, ich bin der andere. Ja. Wenn ihr wissen wollt, warum er der andere ist, hört die AD-Folge an. Und die Johanna Hiemer ist bei uns. Grüß dich. Hallo, ihr zwei. Vom Laufen kennen dich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viele Menschen, also jetzt also in der Läufer-Bubble, aber Menschen, die im Winter unterwegs sind, kennen die umso besser, weil du da sehr umtriebig bist und vor allem sehr weit vorne immer zu finden bist. Das heißt, man findet die so auf Podesten und in Ranglisten auf der ersten Seite und nicht irgendwo hinten. Und deine Hauptsportart ist mittlerweile Ski Mountaineering, also Skibergsteigen, oder? Ja, ist das die korrekte Übersetzung? Ja. Genau, richtig gesagt. Ja. Ja, ich bin mir nie sicher, ob der Sport des Ski Mountaineerings die tatsächliche Übersetzung von Skibergsteigen ist, weil beim Skibergsteigen denke ich halt wirklich an, weiß ich nicht, besteige am Berg mit Ski und fertig. Also nicht ohne Wettkampf. Ja, aber unsere Disziplin nennen wir jetzt professionell gesehen von Skibergsteigen. Mhm. Ja, also für mich ist das jetzt irgendwie der Ausdruck, der mit Rennen was zu tun hat. Und jetzt für mich ist Skitouren gehen, das ist eben genau das, was du beschrieben hast. Aber es ist eine Definitionssache. Aber okay, ja. Deswegen ist jetzt für mich schon auch jetzt ein Wettkampfsport, den ich betreibe.
Vor allem, weil wir ja auch Rennen haben, wo wir wirklich auch im Gelände unterwegs sind und da Spitzkern gehen, da auch Tragepassagen haben, die Bälle runtertun müssen und mit diesem Binnenski im Gelände gut runterkommen müssen, also dürfen. Von dem her, ja, Definitionssache, aber für mich jetzt, ist jetzt Skibergsteigen schon auch das, was die wettkampfmäßig macht. Aber ist vielleicht auch so ein bisschen so wie beim Klettern, oder? Weil du kannst ja auch, also es gibt ja auch Kletterer, die quasi einfach nur den Berg raufgehen, der Herausforderung wegen. Und dann gibt es Klettern auch als Sport, den du quasi, wo du Wettkämpfe hast. Genau, aber da zum Beispiel wüsst ihr jetzt auch keine Definition von bestimmten Disziplinen. Ja, da kenne ich mich auch viel zu wenig aus, aber ich dachte mir, das klingt irgendwie ähnlich wie jetzt bei Skibergsteigen. Gibt es so und so. Ich weiß, dass es beim Klettern einen Vorstieg gibt und dass es dieses Geschwindigkeitsklettern gibt, wo sie quasi im Endeffekt nur die Wand hochrennen. Bouldern gibt es noch. In absurder Geschwindigkeit, genau, Bouldern gibt es noch und dann, ja, keine Ahnung. Ja. Wir outen uns hier als Kletterexperten. Natürlich. Aber Ski Mountaining ist ja nicht deine erste Sportart gewesen. Ja. Ich bin ja sehr stolz darauf, dass wir eine bekehrte Triathletin bei uns haben. Wir sind nämlich bekannt dafür, uns besonders, wie soll ich sagen, kritisch über den Triathlonsport zu äußern, humoristisch vielleicht auch manchmal etwas über die Stränge schlagen. Deswegen sind wir immer froh, wenn Leute den Triathlon-Sport in den Rücken kehren. Deswegen interessiert es mich besonders, warum du dem Triathlon-Sport in den Rücken gekehrt hast. Okay. Naja, also mein Papa war Triathlet und deshalb war so Triathlon für mich der Einstiegssport, wo ich zum Wettkampf gekommen bin, weil ja man das halt irgendwie mitkriegt war als Kind und mich das immer fasziniert hat. So wie die Erbsünde. Und ja, ich habe halt schwimmen lernen dürfen als Kind und ja, das Laufen macht man sowieso und Radl gefahren bin ich auch schon immer so klein auf viel mit meinen Eltern, mit Packtaschen und Tandem und ja, so abenteuermäßig halt, und dann war das für mich eigentlich als Jugendliche recht einfach, das zu verbinden und das als Wettkampf zu machen, weil ich auch einfach alle drei Sportarten gut beherrscht habe. Und dann bin ich halt im Kindertriathlon-Bereich mit 12, 13 Jahren unterwegs gewesen, bisschen. Und ja, hab das dann eigentlich für gut gefunden, hab aber dann bin dann ins Sportgymnasium nach Saalfelden gekommen. Da haben sie aber gesagt, so ja, also wir machen da halt mehr Leichtathletik und mehr Turnen und so weiter und so fort. Und ich habe halt immer irgendwie dann am Abend meine Trainingszeiten rausgesucht, wo ich dann halt selber laufen gegangen bin. Und ich habe schon gemerkt, so irgendwie ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, die Zeit zum Trainieren war irgendwie sehr wenig und ja, es war jetzt einfach nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, vom Sportlichen her. Die Schule war so, die war der Wahnsinn. Und dann haben sie eben gefragt, ob ich, was ist denn? Also, du bist nach Saalfelden ins Sporthauptschule gegangen, glaube ich, oder? Sportgymnasium. Oberstufe-Gymnasium bei uns in der Region in Enstal gegangen. Und bin dann ins Internat nach Saalfelden gewechselt. Ah, okay. Ich war jetzt nämlich verwirrt, weil man gedacht habe, in Schladming, weil du kommst ja aus Schladming, oder? Ja. Gibt es ja die Skihauptschule. Genau, aber nein, mit dem hat das nichts zu tun. Okay, also deswegen, ich habe das mitgekriegt, dass du nach Saalfelden gegangen bist und habe gedacht, okay, wenn man aus Schladming kommt und irgendwie viel Sport macht, dann wäre halt die Skihauptschule quasi das ja, naheliegendste gewesen. Ich wollte in ein Gymnasium gehen. Also ich wollte halt Matura machen und es war mir so wichtig, dass ich dann gescheiten schulischen Abschluss habe, sag ich mal. Okay, das heißt, die Umwege jetzt meine Matura machen. Okay, und da war also immer schon auch der berufliche Werdegang mit quasi im Fokus und nicht nur, ich will jetzt mal Sport machen und wenn ich dann 25 bin, überlege ich mir, weiß ich nicht. Ja, also das hat irgendwie auch von daheim mitgekriegt, sagen wir so. Also meinen Eltern war das wichtig, dass ich die schulische Ausbildung habe und die waren eigentlich am Anfang überhaupt gar nicht begeistert, dass ich da unbedingt eben in Saalfelden dann in Leistungszweig umsteigen will. Also die haben das eigentlich anfangs gar nicht so toll gefunden. Natürlich haben sie mich dann unterstützt, aber am Anfang waren die eigentlich ein bisschen geschockt, weil ich eben dann vom normalen Sportgymnasium, wo man halt allgemein Sport macht, ins Skigymnasium umgestiegen bin, also in den Leistungszweig.
wo ich dann 5 Jahre lang als Langläuferin unterwegs war. Und das prägt dann natürlich schon sowohl körperlich als auch psychisch und alles drumherum, weil ja der Langlaufsport einfach ein total harter Sport ist. Und wenn man da nicht gut noch anfängt, man da einfach keine Chance hat, dann wirklich absolut gar keine Chance. Und wie kann man sich da so einen Alltag vorstellen? Der besteht ja dann wahrscheinlich aus ganz viel Sport und ein bisschen Schule nebenbei, oder? Wir reden ja von Stams jetzt da. Saalfelden noch. Okay, ja, weil ich dachte, Langlauf. Okay. Saalfelden hat ein Skigymnasium auch noch. Also das hat ein Sportgymnasium, ein normales Gymnasium mit allen möglichen verschiedenen Sprachen und naturwissenschaftlichen Zweigen. Also ganz vielfältig aufgestellt. Und eben dieses Skigymnasium mit Alpin und Nordisch. Und darüber hinaus eben noch dieses Rieseninternat. Also wir haben 3 Rieseninternatsgebäude. Und ja, einfach ein Riesenkomplex ist das. Genau. Vorbei. Super Schule, by the way. Würde ich sofort wieder hingehen. Hat nicht nur körperlich was gebracht, sondern auch durch die Ausbildung. Ja, also Internat und Leistungssport und Internat und Schule, das prägt dann schon sehr und das macht dann auch wirklich, sag ich jetzt mal, stark, weil man sich da schon immer durchkämpfen muss und durchboxen muss, gerade wenn man sportlich, so wie damals, nicht wirklich, sag ich jetzt mal, erfolgreich war im Langlaufen. Und die schulische Seite hat Gott sei Dank immer gut passt, aber ja, sportlich gesehen hat es da einige gegeben, die viel besser waren wie ich. Ich habe mich tatsächlich alles körperlich entwickeln müssen, weil ich jetzt doch erst mit 14 oder 13 wirklich in diesen Leistungssport eingestiegen bin. Und da gibt's ja Kinder, die jetzt schon mit 10 oder noch früher wirklich zu dem Leistungssport kommen. Und das war bei mir nicht so, weil es davor halt mehr auf Abenteuer war, wenn nicht ohne Struktur und ohne Zielplan. Aber das ist schon ein bisschen krass, oder? Mit 10 quasi schon in solche Strukturen reinbekommen und dass wenn du das mit 13 machst, bist du auch noch ein Kind, dass das schon fast irgendwie spät ist. Das ist ja auch irgendwie irre, ja, oder? Ja, jetzt gerade für dieses Langlaufthema, das ist ja schon sehr komplex mit der Technik und so weiter und so fort. Und wenn du das nicht von Haus aus mitkriegst, wenn da deine Eltern nicht affin sind, ich meine, das beste Beispiel ist die Theresa Stadlober, mal da ist es ja wirklich in die Wiege gelegt worden und die wäre jetzt sicher nicht dort, wo sie ist, wenn sie nicht so einen Support in ihrer Familie die Jahre über jetzt gehabt hätten. Das ist eben so ein Beispiel, die ist halt irgendwie mit, weiß ich nicht, 6 Jahren schon richtig gut auf Langlaufski standen, davor halt so ein bisschen. Und da bist halt dann, wenn du erst mit 14 so richtig anfängst, das, die Technik zu erlernen, einfach viel zu spät. Also, ja, hast du keine Chance, dass du da deine körperlichen Voraussetzungen auf die Ski bringst. Ich meine, dass du, einerseits hast du ja dann, wie soll ich sagen, also du hast die ja vorher ein bisschen ausprobiert. Also eben, weil du verschiedene Sportarten und dann die schulische Leistung ist auch wichtig und dann irgendwann gehe ich erst in den Leistungszweig und wenn jemand schon so früh, wie das heute jetzt da in Österreich oft üblich ist, dass du sagst, hallo, du bist 3 Jahre alt, hier ist ein Berg, da ist ein Ski, zack, oben gestessen, passt schon, wenn du überlebst, kommst du in den Verein und dann gehst du halt 4-5 Mal die Woche trainieren und ist es für dich jetzt ein Vorteil, dass du einfach so vielseitig bist? Weil jetzt der Theresa Stadlober, ich habe keine Ahnung, was sie an sonstigen sportlichen Aktivitäten in ihrem Leben gemacht hat, aber wenn du mit, weiß nicht, 6., 7., 8. schon auf Langlaufski quasi stehst und schlafst, dann bist du halt schon sehr auf diese Sportart fokussiert, oder? Ja, ja, also, ist das nicht hinten raus den Dorf? Also gerade in so einer Sportart wie Langlaufen, wo die Leistungsdichte im wirklichen Endlevel so dicht ist, dass du das ja wirklich machen musst, also so wie ihr jetzt war, dass du ja wirklich da Chance nach Medaillen hast. Und ich denke, dass die alles richtig gemacht hat, weil sie ja einfach sehr erfolgreich ist und da wird jetzt ja, GPS-Uhr würde ich empfehlen noch. Das ist so gemein. So ist er, Peter. Die Medaille dann geholt und ich kenne sie persönlich und deshalb. Natürlich, es ist fies. Es war wirklich das Letzte, was an, also das ist eine der letzten Sportarten, wo man erwartet, dass sowas passiert überhaupt. Ja, es war echt so. Es war das ist wie wenn es die Duschen im Badminton verrennst. Aber das ist einfach unwahrscheinlich. Das ist 4 Jahre später geschafft, und man, das muss dann mit dem Kopf herab arbeiten und dann die Stärke haben, dass es 4 Jahre später trotzdem schafft, eine Medaille zu bringen, weil so ein
bei so einem Fehler schlafst du mal länger nicht gut, glaube ich. Das glaube ich auch, ja. Mhm. Aber eine Frage habe ich noch zum Langlaufen und dir, weil du hast ganz am Anfang hast du gesagt, ihr habt jetzt eine sehr schmale, wackelige Ski, weil die Ski Mountaineering Ski und normale, weiß ich nicht, Super-G-Ski oder Sprung-Ski haben halt miteinander überhaupt nichts zu tun, sondern das sind ja relativ schmale, sehr leichte Skichen, würde ich jetzt einmal sagen. Genau. Und also Hüfter, das ist Langlaufen, weil das sind ja auch so klitzekleine Brettelchen. Also das Langlaufen hat man jetzt nicht fürs Abifahren was braucht, aber garantiert das klassisch Laufen, fürs Skitouren gehen, dann bergauf gehen. Ich merke das auch, wenn wir flache Rennen haben, wie sehr ich davon profitiere, dass ich 5 Jahre lang klassisch gelaufen bin und auch Skiroller klassisch gelaufen bin. Diese Gleittechnik, die hat selten wer jetzt im Skitourenbereich so wie ich gehabt hat, da kommt man auf jeden Fall das Langlaufen zugute. Und es gehen auch die Techniken, wenn es flach wird, total auseinander. Also ich merke das schon, die anderen, die tapsen dann so gegen so einen Laufschritt im kleinen Frequenzbereich und ich schaue halt immer, dass ich lange Züge mache, wie im Langlaufen halt. Also das hat man definitiv was braucht, das Skitouren gehen. Und ich weiß jetzt, ich kenne es jetzt nur von Stams, ich weiß jetzt nicht, ob es in Saalfelden auch so ist beim Internat und so. Das ist ja jetzt dann nichts, was man schnell einmal macht. Also hast du da schon die komplette Unterstützung von daheim gehabt, beziehungsweise schon Sponsoren oder so irgendwie gehabt, weil also so ein Internat kostet jetzt ja nicht nichts. Also genau. So ein bisschen eine finanzielle Unabhängigkeit in der Familie brauchst, glaube ich, schon. Dass du überhaupt das machen kannst, oder? Genau, da habe ich sozusagen das Glück immer gehabt, dass das bei meinen Eltern jetzt gerade das Schulische anbelangt hat, nie ein Thema war und die uns da immer unterstützt haben. Und natürlich war es dann mit allen anderen Sachen für uns, Langlaufski, Schuhe, die ganzen Trainingsanzüge, Trainingssachen. Da war es wirklich so, dass ich eben jedes Teil fragen habe müssen und gesagt habe, Papa, Mama, könnt ihr das wieder kaufen und das brauchen wir und das brauchen wir. Und klar, das war ein kleiner Support von den Eltern und ja, die haben das halt gemacht, aber das ist, ich habe es ja dann mit, wo ich 20 war, anders kennengelernt, wo ich dann selbst meinen Freund gehabt habe. Und jetzt kenne ich es halt seit 7 Jahren nicht anders und natürlich ist es dann so eine andere Welt und man wird dann so wie gleich so, das ist jetzt so selbstverständlich, aber jetzt klar, wenn ich dran zurückdenke, wenn es mir das fragt, war das natürlich der Wahnsinn, wenn ich irgendwie oder zwei neue Sachen gehabt habe. Also, das war schon anders, definitiv. Ich frage mich deshalb, weil jetzt ist Langlaufen oder Langlaufen ist, glaube ich, noch ein billigerer Sport wie Skifahren oder weiß nicht, Reiten, Segeln, irgendwas in die Richtung. Da wäre relativ teuer. Reiten, also wenn du nicht jemanden mit einem großen Geldsack zu Hause sitzen hast, ist Reiten quasi nicht drinnen, weil die Pferde, mit denen du was reist, kosten Lawine. Ja, das ist wie wenn du sagst, ich gehe jetzt da segeln. Mhm. Am besten, du kommst aus Oberösterreich oder so, dann ist Segeln total gut. Oder Vorarlberg, da gibt es nämlich total viel Seen, wo man das machen kann. Aber trotzdem, ist auch beim Skifahren, ich hab's bei mir gemerkt, dass, also ohne meinen Großvater, der mich da unterstützt hätte, auch finanziell und Skianzug und Rennanzug und Jahreskarten und weiß ich nicht, was du alles brauchst. Ich finde gerade diese Frühförderung jetzt dann nicht von den Eltern, sondern von Vereinen, von der Gemeinde, von weiß ich nicht, die wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das hast du in Österreich, glaube ich, bei ganz wenigen Sachen, dass jemand, der jetzt dann nicht von daheim ein gewisses Backing hat, ein finanzielles, überhaupt sich aufschwingen kann und sagt, ich will mich da ausprobieren, ich will da in das Thema einigen. Weil womit denn auch? Weil so ein paar Langlaufski und ein Rennanzug und so, man wächst auch nicht am Baum. Na, aber das in allen Bereichen, glaube ich. Relativ schwierig. Deshalb ist ja so, dass der Sport ja ganz generell, das ist ja schon ein Thema, auch nicht der Leistungssport, generell
wenn man in die Klassen heutzutage reinschaut. Also bei mir war es früher so, da hat es halt vielleicht ein, zwei, die dickere geben, aber es wird halt schon mehr. Und wenn man da mal bewusst drauf schaut und dann so die Statistiken dazu anschaut, ist es aber total erschreckend, leider. Und das ist ja zwangsweise ein Auslauf von dem Leistungssport da, weil wenn du in der breiten Masse keine halbwegs guten hast, dann kommen die ja sowieso nie so auf. Wenn du jetzt mal schon in der breiten Masse Auswahl hättest an relativ guten Sportlern, dann könntest du dir auch zum Leistungssport bringen. Aber allein, weil die Base sowieso mal gar nicht gegeben ist in Österreich, haben wir jetzt ständig dieses Thema, das ja immer noch schlimmer wird, gefühlt mit den, dass die Kinder und, dass die Kinder zum Leistungssport bringt. Oder generell zum Sport war ja schon mal gut, wenn es wirklich nur halbwegs allgemein gute sportliche Ausbildung sind. Ja, das ist das Thema der täglichen Turnstunde, wo das auch irgendwie nicht funktioniert. Und ich denke mir manchmal so, wenn wir es vorher gesagt haben, wenn du halt schon mit 6, 7, 8 Jahren dich entscheiden musst quasi für den Leistungssport, also ich finde das schon auch irgendwie hart, aber dass du generell, wie du sagst, dass die Leute irgendwie trotzdem, oder die, vor allem die Kinder auch irgendwie zum Sport bringst, das fände ich halt schon auch wichtig. Weil also ich muss sagen, ich bin so dankbar und so froh, dass ich von meinen Eltern nicht in dieses Schema reingepfercht worden bin und die mir eine breite sportliche Ausbildung finanziert haben oder unterstützt haben. Sei es Tennis spielen gewesen, sei es Schwimmen gewesen oder sei es unsere Bockdroschentouren gewesen, da war nie ein Zwang dahinter. Die haben halt immer gesagt, mach mal, komm da mal. Und klar, bist als Kind auch nicht immer motiviert, aber die hätten jetzt nie hineingepfercht in diese Leistungsschiene. Die waren dann eigentlich ganz überrascht, weil ich mit 14 selber gesagt habe, so, ich möchte jetzt in diese Leistungssportschiene reingehen. Die haben das eigentlich so gar nicht so optimal gefunden. Wo sie dann aber gesehen haben, wie das mich als Mensch geformt hat, diese Schiene und dieser Leistungssport. Und wenn ich da jetzt dazu denke, wie, ja, so was mir das gemacht hat, dann bin ich einfach nur dankbar, dass das alles so gekommen ist. Damals. Ja, und deswegen, ich finde das manchmal wichtig, dass du halt auch viel ausprobierst, weil dadurch findest du auch erst eine Sportart, weil, keine Ahnung, viele fangen vielleicht mit Fußball an und irgendwann kommst du drauf, das ist nicht ganz deins und dann probierst du halt Skifahren und deswegen ist es manchmal schwierig, dass du halt schon so früh quasi dich entscheiden musst, dass es, wenn du jetzt beim Thema Langlauf bleiben, deswegen, weil dann, das nimmt irgendwie die Möglichkeit, dann auch viele Dinge auszuprobieren und ich glaube auch, dass gerade dieses viele Dinge ausprobieren dich dann auch zu einem kompletteren Sportler machen kann. Ja, voll. Ich habe es auch wirklich hautnah erlebt beim Bekannten von mir, mit dem ich als Kind, wo sie unsere Eltern gut kennen und wo wir genau als Kinder im gleichen Alter sind, der hat Golf gespielt, also spielt nach wie vor noch Golf, ist ein Profi. Der ist aber wirklich schon von klar auf in dieses Schema hineingekommen. Da hat es dieses klassische Spielen, wie wir als Kinder gehabt haben, das hat es zeitweise gar nicht gegeben. Und deshalb war das dann auch schwierig, dass man da den Kontakt enger hält, weil die einfach immer Training gehabt haben. Training. Und das war halt bei uns gar nicht so, wir haben halt einmal mitgemacht, wenn es uns halt reinpasst hat. Und wenn die Eltern gesagt haben, ja, Schluss, dann kannst du mitmachen. Aber bei denen war das so Training. Und das war ohne Widerrede. Der ja. Arm ist gut gegangen und der andere, der ist ausgebrochen mit 16 und hat dann überhaupt nichts mehr mit Golf. Ja. Also, der spielt schon noch Golf, aber nicht mehr mit dem Leistungssport. Ja, und ich meine, du hast ja selber Kinder und jeder, der Kinder hat, weiß, dass er hat kleine Kinder, die bewegen sich auch einfach nur, weil sie Spaß haben. Die kannst du nicht ruhig halten, die wollen raus, die wollen sich bewegen. Die machen das nicht jetzt, damit sie irgendwie später mal Leistungsding, sondern geht es einfach nur um den Spaß. Und ich glaube, ich finde es halt ganz besonders wichtig, diesen Spaß, wie auch immer man das dann bei dem jeweiligen schafft, aber diesen Spaß, glaube ich, musst du dir so lange wie möglich halten und ja, so lange wie möglich nicht durch Zwang ersetzen. Wenn das irgendwann in den Leistungssport führt, ist gut, wenn nicht, ist genauso gut. Ich muss auch sagen, also ich habe jetzt irgendwie da, also wie gesagt, bei mir war das nie so und ich weiß das auch und wäre ich jetzt sicher nicht mit 27 mit zwei Kindern da jetzt in dieser Schiene geblieben. Das weiß ich heute halt nicht, dass das nicht so war, dass mich mein Papa oder meine Eltern das so zuhören haben, aber von außen haben die oft mal gemeint, dass da ein Zwang dahinter ist, aber ich habe dann immer so lachen müssen, aber ich dachte, ganz ehrlich, da schaut es woanders ganz anders aus, wo die Kinder zum Leistungssport hingeführt werden sollen mit einem gewissen Zwang. Also bei uns war da nie ein Zwang. Ja. Leute reden immer das auf, das habe ich schon lange aufgehört, was zu geben, weil depperte Kommentare kriegst, egal was du machst, du kannst nie so machen, dass nicht irgendwie einer was Deppertes sagt. Und wenn es nur der Peter ist, und mit dem mache ich einen Podcast, von daher. Du hast wenigstens einen geordneten Rahmen, dass er mal zuhören muss und kann mich sonst auftraten.
Wobei, weil du gesagt hast, du hast nie einen Zwang gehabt, du hast bis neulich auch keinen Trainer gehabt, was ja auch eine sehr löbliche Grundeinstellung ist. Ja, aber auch nur aus dem Grund, weil ich es 5 Jahre lang in der Schule gehabt habe. Also von 14 bis 19 war ich so in dem System drinnen, also mit Trainer und allem Pipapo, wo ich dann gesagt habe, nach der Schule, so, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, nach Trainingsplan zu trainieren. Also ich will das machen, auf die Lust gehabt. Und das war sehr erfolgreich. Ja, voll, aber ich merke jetzt schon, dass sich das jetzt schon geändert hat und dass ich natürlich viel effektiver trainiere und das ist für mich selber schon ein besseres Gefühl. Du musst nämlich wissen, als Vorgeschichte, der Bet hat auch jahrelang so nach Lust und Laune trainiert, war immer gut, aber halt seit einem halben Jahr trainiert er mit Tränen und ist viel besser und wehrt sich noch. Er tut zumindest so, als würde er sich noch dagegen wehren, dass ihn der Trainer viel besser gemacht hat, als er das selber jemals konnte. Aber wenn du gesagt hast, du hast 5 Jahre lang in der Schule, hast du dann schon noch die Konzepte, die du dann zwangsläufig mitbekommen hast, irgendwie angewandt oder hast du wirklich klassisch dem Intervalltrainer einfach gar nicht mehr gemacht, weil du dir da schon irgendwie so abgenutzt warst von dem, was du 5 Jahre lang exzessiv gemacht hast? Na, eigentlich habe ich es gerade, was das Thema Intervalle anspricht, also ich habe überhaupt wenig Lust gehabt, das habe ich halt mal so 1-2 Wochen vor einem Wettkampf angefangen, aber habe das jetzt nie kontinuierlich das Jahr über gemacht und das hat sich halt jetzt total geändert und ich bin echt froh, dass ich da noch gut nur getroffen habe, weil es schon jetzt, ich fühle mich fast so als Training, als Turn-Junkie und als Lust-Junkie, weil ich so genau nach meinen Werten trainieren will, so gut wie möglich. Schau, Peter, ich krieg da ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Ja. Ich hab da einen Profi-Tipp. Wenn du ein Puls- und Uhren-Junkie bist, musst du genauso technisch doof sein wie ich. Dann vergisst du einfach, wenn du Intervalltraining hast, dass die Uhr vorher auflädst. Dann hat sich das Thema sofort wieder erledigt. Kann ich berichten von vor 2 Stunden. Nein, da schaue ich tatsächlich immer, weil wenn ich sehe, dass sie nicht aufgeladen ist und die kann starten, wieder warten noch kurz 5 Minuten, weil ich zumindest 20% habe, dass ich mit meiner Uhr fahren kann. Schau, Peter, da kannst du ganz, ganz viel abschauen. Das ist dann Peter Groß Trainer 2.0. Ja, ich brauche aber einen technischen Assistenten, das hilft nichts. Flo? Nein, danke. Also wie kam es dazu jetzt? Hast du dann einfach realisiert, dass du irgendwie ein Plateau erreicht hast und irgendwie nicht weiterkommst? Oder wie kam es dann genau dazu, dass du jetzt festgestellt hast, jetzt muss ein Trainer her? Also es ist letztes Jahr im Spätsommer bekannt worden, dass im Skibergsteigen die Sportart olympisch wird und daraufhin hat mich der Gedanke nicht mehr loslassen, dass ich irgendwie jetzt nochmal viel angreifen will und das für mich einmal so probieren will. Weil ja doch durch die Kinder dann irgendwie schon mehr oder weniger als Leistungssportlerin zurückgetreten war, wobei ich sag, dass ich jetzt so wie es jetzt mache, das vorher eigentlich nie gemacht habe, auch was das sponsorentechnische betrifft und dass ich wirklich sagen kann, der Sport ist jetzt mein Beruf. Also das habe ich vor die Kinder jetzt nie gesagt. Da habe ich immer gesagt, ja, das ist ein cooles Hobby, das intensiver Betreiber, aber ich studiere in erster Linie und mache den Sport halt nebenbei. Also, und jetzt ist ja wirklich so, dass ich bin zwar Mama als Nummer 1, aber bin dann als zweite Ebene auch noch Sportlerin. Da ist ja noch eine Geschichte, die mich sehr verwirrt. Du bist Leistungssportlerin gewesen und hast nebenbei studiert. Hast genau. Das Studium fertig gemacht. Mhm. Machst jetzt aber nicht das, was du studiert hast, sondern arbeitest eigentlich was ganz anderes. Bist jetzt wieder Leistungssportlerin, hast 2 Kinder gekriegt und bist noch keine 30. Nein, genau, habe ich noch 3 Jahre Zeit. Was mich sehr verwirrt ist, wird es Klangschallentherapie, Atemlehre oder Yoga in deiner Midlife-Crisis, weil alles andere hast du jetzt schon durch. Also, du bist im Sport auf Vergleich, du hast 2 Kinder, du hast deinen Job, also. Nein, das Alkohol das und ist, Drogen bleibt nein, noch. Nein, das bin ich vom Typ her nicht. Das kriege ich ja jeden Tag noch von meinem Papa vorgelebt, wie cool das ist, wenn man immer irgendwie noch was Neues lernen will und wenn man Visionen hat und wenn man dadurch einfach im Kopf auch nicht alt wird und da ist mein Papa auf jeden Fall ein inspirierender Mensch für mich, den ich einfach täglich höre oder sehe, was der noch so treibt mit seinen 61 Jahren. Und da denke ich mir so, nein, ich bin mir sicher nicht langweilig, auch wenn ich
mit 40 oder wurden über 40 dann da aus dem Gröbsten rausgehen mit den Kindern. Also ich mache mir da mal keine Sorgen. Moment einmal, wenn du 40 bist, sind deine Kinder gerade in der Pubertät und du meinst, du bist aus dem Gröbsten draußen. Der Ältere ist 17 und der Kleinere ist 15, wenn ich 40 bin. Also, da sind wohl hoffentlich schon bald wieder raus. Gut, also mit 17 kann man erst schon raushauen und der wohnt dann immer daheim, das geht. Also ich war mit 16 durch oder mit 15 da. Ich bin ein bisschen später ausgezogen. Nein, ausgezogen bin ich erst viel später, aber jetzt sage ich von der Pubertät. Achso, achso. Ich war da durch. Ich weiß gar nicht. Ich bin nein, aber nicht durch. Raus ist für mich was nicht. Die halt irgendwie dann 16, 17, 18 ja, sind ja. Und dann halt irgendwie nur noch mit ihren Freunden was machen wollen und vielleicht mal noch mit mir oder mit meinem Mann und uns auf Urlaub fahren. Gut, ich glaube spätestens ab 12, 13 bist als Eltern immer cool, also von daher da fängt schon an, das ebbt dann so langsam aus. Genau. Da muss man dann, wenn man in die Schule bringt, schon die Gassen vorher Papa sagen, damit es vor den Freunden nicht irgendwie peinlich wird und so. Das, genau. Da kann man dann schon gut daneben bei trainieren, das glaube ich geht sich schon ganz gut aus. Ja, schau mal, was dann so ansteht. Wobei, du trainierst ja auch jetzt da neben den Kindern, aber halt ganz, ganz früh, soweit ich das mitgekriegt habe, dass du quasi ein richtiger Early Bird bist im Moment. Ja, voll. Also die meiste Zeit. Es gibt natürlich ja Wochen, wo es nicht so ist und gerade den ganzen Mai, wo wir auf Urlaub waren, habe ich mir nicht annähernd vorstellen können, um 5 aufzustehen. Da bin ich meistens mit den Kindern bis 8 hat mir geschlafen. Die halt auch viel später ins Bett gegangen sind als normal. Und das habe ich auch viel genossen. Also es ist wirklich das ganze Jahr über, aber schon, sag ich jetzt mal, 60% vom ganzen Jahr mir schon eher viel. Ja, also, ich glaube, es gibt auch keine andere Möglichkeit, oder? Wenn du Kinder hast. Die Früh ist das Einzige, was dir irgendwie noch bleibt. Weil, also ich stelle das fest, seitdem ich den Kleinen habe, ich bin halt am Abend, auch wenn ich jetzt nicht trainiere in der Früh, wenn er den ganzen Tag schon so aktiv ist, also ich habe dann nicht mehr die großartige Energie wie früher, dass ich am Abend noch großartige Intervalle raushaue. Ja, ich bin ja überhaupt kein Abendmensch, also abends bin ich streichfähig, wenn ich nicht mehr schlafen gehe, gehe ich meistens auch schlafen. Das ist praktisch. Ich schlafe oft nicht mehr am Kleinen ein. Ja. Wenn er schlafen geht, dann merke ich auch, dass ich dann plötzlich reiße mich und der Uhrzeiger ist weitergetickt. Ja. So ist der Flo, war manchmal einfach in die Verpflegungsstationen während dem Wettkampf. Richtig, einfach mal. Setzt sie hin, dann reißt sie, kommt drauf, oh je, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja, du, ich laufe nicht ganz vorne mit, ich habe ein bisschen mehr Zeit, ich will ja was für mein Geld haben. Wenn ich da so schnell fertig bin, dann kriege ich nicht genug für mein Geld raus. Wenn ich länger brauche, habe ich mehr davon, dann kann ich mehr essen, dann kriege ich mehr für mein Geld. Es ist alles nur das Finanzielle. Ja, ja. apropos das Finanzielle, schöne Überleitung. Und zwar, du hast ja auch eine sehr starke Meinung zu, ich nenne es jetzt einmal Equal Payment für Equal Leistung. Ja. was wir jetzt da schon einige Male besprochen haben, weil ich es nicht verstehe. Also es gibt natürlich Argumentationen, wo ich sage, okay, es macht keinen Sinn, dass die ersten drei jeder Couleur und Altersglas und Geschlecht und weiß der Geier gleich viel Aufmerksamkeit und oder Geld kriegen. Völlig wurscht. Weil, wenn es jetzt da um Synchronschwimmen geht, gibt es halt in Österreich wahrscheinlich 3 Männer, die das machen und irgendwie 4000 Frauen. Und ich kenne nicht viel männliche Rhönrad. Fahrer, Turner. Aber bei allen anderen Sportarten geht es mir halt echt nicht ein, warum das so ist. Wenn es eine Mindestanzahl an Athleten gibt. Weil, okay. Du bist eine Betroffene, weil der Flo und ich sind bei Preisgeldern nicht betroffen. Nie. Wir sind bei der Lotterie betroffen vielleicht oder so, aber sonst. Ich muss jetzt da mal das einhaken, weil im Weltcup oder so ist das alles komplett gleich und auch bei den anderen meisten Rennen ist es total gleich bei uns. Und deshalb war es eben so, dass ich mir das mal im Dach gehabt. Also ich war das gar nicht so bewusst, wo ich gestartet bin. Ich habe das eigentlich dann alles, die Summe hat es dann ausgemacht, was mich dann zu diesem Statement dazu
warum ich das dann geschrieben habe. Es war erstens mal so, dass in dem Livestream die Damen kommentiert hat. Also ich war ja wirklich das mit der Italienerin ewig lang gucken unterwegs. Das war jetzt nicht quasi unspannend von meiner Meinung nach und es ist trotzdem nur um die Männer gegangen. Dann war in der Berichterstattung eigentlich immer nur von den Männern die Rede. In den Vorjahren ist mir das auch nicht so aufgefallen, weil die nie den Marathon, sprich nie den, die Hauptdistanz gegangen sind, sondern immer die Tour mit den 1000 Höhenmeter weniger, also mit 2000 Höhenmeter. Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, wir haben nämlich das Rennen nicht erwähnt, um das geht. Es geht um den Mountain Attack. Den haben, wir haben in der Folge mit Pep schon einmal drüber gesprochen. Nur weil du halt schon, wolltest du dazwischen sagen. Genau. Das war dann einfach auch so vom Veranstalter aus, sich einfach so, also es waren so oft wertende Momente, als Frau, wo man sich auch echt halt ausgesprochen ist, dass ich dann einfach so darüber nachdenken angefangen habe, so was das eigentlich heißt, wie viel Geld wir kriegen, wie viel Geld Männer, also wie viel Geld Männer kriegen. Und die Summe hat mich so gestört, weißt, also wenn der Veranstalter jetzt super sofort gemeint gewesen wäre zu uns Frauen und super nett gewesen wäre und super glücklich gewesen wäre und vielleicht noch mal wie in einem Nebensatz bei einer Berichterstattung erwähnt worden waren, dann hätte ich mich nicht mehr Anlass da was zu schreiben. Aber die Gesamtsumme hat sich dann ausgemacht, dass ich einfach mal wieder ein Statement gemacht habe, weil es ist für mich, ist dieses Rennen wirklich total, also es existiert für mich nicht mehr und ich werde dann wieder starten, weil einfach viel zu viele Sachen einfach von Veranstalterseiten aus einfach falsch laufen können. Gott den Frauen gegenüber. Ich tue mir also dass unterschiedlich viel gezahlt wird beim selben Rennen, wo dieselben, also wenn dass einfach verhältnismäßig viel weniger Frauen starten als Männer. Ja, aber tatsächlich war es halt im Nachhinein so, dass mir aus dem Wettkampf einige aus der Schweiz und aus Italien angeredet haben, deswegen und gesagt haben, genau das war der Grund, weshalb man da nicht startet, sondern weil der Anreiz erfüllt ist. Und die haben das schon früher gecheckt als ich. Und vor allem, was sagt das über die Leistung aus des Einzelnen, wenn weniger Menschen da sind? Also wenn jetzt da, warte mal, es war jetzt da neulich, haben ja da zwei Triathleten, nein, vier, sind gestartet, geschaut, ob sie unter 7 oder 8 Stunden sein können. Ich habe natürlich jetzt alle Namen wieder vergessen, vor ein paar Wochen habe ich es noch gewusst. Da waren nur 4 am Start. Sagt das jetzt über die Leistung was aus? Nein, die haben eine Top-Leistung abgeliefert. Und nur weil, und beim Finale bei Olympia auf die 100 Meter sind halt auch immer nur ein paar am Start. Das sagt über die Leistung überhaupt nichts aus. Ich finde die Begründung einfach so super deppert. Ich verstehe jetzt ja, wenn es heißt, es waren nur 2 Frauen am Start. So, okay, na gut. Das ist wie wenn ich, weiß ich nicht, im Trailrunning die AK-95 gewinnen und sagst, okay, der überlebt hat, hat gewonnen. Aber hey, er hat trotzdem die gleiche Leistung gebracht. Er ist nämlich ins Ziel gekommen. Und ihr seid ins Ziel gekommen und ihr habt euch gematcht und es war kein, also ihr habt jetzt da kein weiß ich nicht, Spaziergang dort gemacht, auf lustig und habt währenddessen Eis gegessen oder so. Oder? Ja. Nicht, dass ich was Falsches sage. Und das stört mich ein bisschen, dass man denkt, es ist eine Geringschätzung der Leistung. Ja, voll was. Ich verstehe es ein bisschen in der medialen Berichterstattung. Ein bisschen, unter Anführungszeichen. Weil da geht es oft um, wer ist der Schnellste. Also grundsätzlich, männlich, weiblich, wurscht. Einfach nur, hey, da ist ein Rennen, x Kilometer, Höhenmeter, bla blub, wer ist als erstes durch, toll, toll, der war halt der Beste. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du einen Kurzbericht machst, dass du dann über den oder die Schnellste mehr berichtest, wie über die anderen. Aber zumindest die ersten 3 männlich-weiblich erwähnen, kennt das man? Ja, ich finde, du kannst es erwähnen und auch im Livestream ist es anderes, wenn ich irgendwie da ein Livestream von einem Event habe und das Event zeigen will und dann dadurch, dass ich die Frauen dann nicht erwähne, einfach auch einen Teil des Events einfach dadurch unerwähnt lasse, dann ist das per se einfach nicht richtig. Ob das jetzt
dass es jetzt Frauen sind, ist nicht mein Fall, aber es ist einfach nur, du kriegst nicht das ganze Event mit, um das geht's einfach grundsätzlich. Und ob jetzt viel oder wenig dabei sind, ich meine, beim Preisgeld kann man darüber streiten, ob die Anzahl der Teilnehmer jetzt darüber aussagt, dass tendenziell mehr Qualität da ist, was auch immer, finde ich trotzdem nicht richtig, aber das ist wahrscheinlich irgendwie so die Argumentation, warum da die Anzahl herangenommen wird. Aber es ist einfach jeder, der da irgendwie teilnimmt und vorne mitläuft, hat irgendwie das Recht, erwähnt zu werden, finde ich. Ja, cool. Wie würdest du es fair finden? Also der World Cup an sich hat ja recht fixe Regeln. Also gewinnst, kriegst du N Euro, wirst weiter sowieso und geht's glaube ich, nach World Cup Punkten? Das weiß ich gar nicht. Wie ist das bei euch? Nein, im Gesamtranking geht es nach World Cup Punkten, aber sonst geht es natürlich, wer halt erstes, zweiter, dritter, vierter, fünfter wird. Aber ist es pro, das habe ich falsch formuliert, ist es pro Rennen gleich oder ist es unterschiedlich, weil ich glaube, beim Skifahren zum Beispiel, glaube ich... vom Veranstalter ab, wie sie zahlen, aber Männer und Weiblein sind immer gleich. Ach so, ja, okay, aber es ist so wie beim Skifahren quasi, dass, weiß ich nicht, auf der Streif kriegst mehr Preisgeld wie bei irgendwas anderem, weil der Veranstalter halt einfach mehr auslobt, gesamt. Mhm. Okay. Mhm. Ist es beim Ski Mountaineering außerhalb vom World Cup jetzt da, also bei diesen, soll ich jetzt sagen, Volksläufen, wenn man so will, ist das oft so oder ist es nur dieses eine spezielle Rennen jetzt gewesen? Ja, also die Mountain Attack sticht diesbezüglich schon extrem heraus, insbesondere auch von der Abstufung her, wie viele Männer kriegen versus wie viele Frauen kriegen. Zum Beispiel bei einer Sella Ronda haben die auch eine Mindestanzahl an Frauen ausgeschrieben, die am Start sein müssen, damit das volle Preisgeld ausgezahlt wird, aber das ist eine realistische Zahl. Also das wird meistens erreicht. Und dann können die Frauen gleich die Preisgeld ausgeben und sowas finde ich halt fair. Aber bei der Mountain Attack sind ja jetzt halt wieder utopische Ziele. Wie wollen die 100 Frauen beim Marathon herkriegen? Vielleicht 100 Frauen insgesamt, aber 100 Frauen nur beim Marathon, mit denen die Tribüne sind. Ja. Weil, wie gestanden ist, Sternchen in jeder Klasse, wenn in jeder Klasse mindestens 100 Frauen, 100 Männer am Start sind, dann kriegen wir und sind wir um die Hälfte reduziert. Vielleicht eine blöde Zwischenfrage, aber weil ich einfach die Zeiten nicht im Kopf habe. Wenn man sich jetzt die Zielzeiten anschaut, gibt's eine Zieleinlaufliste, auch ist da das auch so, dass Frauen und Männer oft durchmischt sind? Oder ist da ein großer Unterschied? Beides. Also, es gibt einmal gemischt, dann gibt es Männlein und Weiblein. Nein, die Frage habe ich deswegen jetzt da gestellt, vor allem, weil gerade im Trailrunning, also im Ultrabereich, hast du es ja oft so, dass in den ersten 10, die halt vielleicht ein Geld kriegen oder nicht, also es kommt ja auch aufs Rennen an, findet man doch sehr oft Geschlechter durchmischt. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, glaube ich, dass in die Top 10 zwei, drei Frauen sind. Ist das beim Ski Mountaineering auf den langen Distanzen auch so? Oder ist da der körperliche Unterschied, also der muskuläre Unterschied größer? Aber ich habe da echt keine Ahnung. Also, mein sicher, die Männer fahren ganz anders runter wie mir. Die Männer, die gehen viel schneller rauf. Also, das ist auch die physiologischen Voraussetzungen, sind so in allen Sportarten einfach, die haben da einfach einen immensen Vorteil gegenüber. Also, das ist so. Mhm. Okay, also da ist es wirklich dann in der Zieleinlaufliste ist es eben nicht so, dass auf die Top 3 Männlein, Weiblein gemischt sind. Ja, also im World Cup auf jeden Fall, wobei im World Cup die Männer meistens 200 Höhenmeter mehr gehen wie mir und die immer ein bisschen andere Strecken haben wie mir. Mhm. Aber jetzt in einem normalen Volkslauf, wie du es gesagt hast, wie bei einer Mountain Attack oder bei der Sella Ronda, da wird es tatsächlich so sein wahrscheinlich. Ich glaube, wir waren zum Beispiel bei der Sella Ronda, ich glaube, 30. oder 20. 30. Team, sowas in die Richtung insgesamt. Mhm. Und wir waren aber nur vom ersten Frauenteam und das erste Frauenteam war knapp hinter uns. Also von dem her war ich dann die erste Frau in dem Sinne, aber war dann halt was zwischen Platz 20 und Platz 30. Und was ist der Grund, warum ihr weniger Höhenmeter habt? Ich finde das generell immer ganz lustig, dass da unterschiedliche Strecken irgendwie für Mann und Frau gibt, weil
Aber nur im Weltcup tatsächlich. Okay. Da wollen sie halt auch, da wollen, also da haben wir die U20-Klassen auch noch, haben wir auch noch. Und die gehen tatsächlich auch ein bisschen weniger allein in den Alter. Und bei uns, keine Ahnung, weil es halt von der Renndauer her immer so um 1,5 Stunden sein soll und die Männer halt die gleichen Höhen, wenn sie schneller gehen würden. Okay. Nein, weil ich habe letztens ein bisschen mitbekommen, ich glaube eher auf ORF.at, dass sie beim Skispringen jetzt auch eine ähnliche Diskussion haben, weil es um das Skifliegen der Frauen ging und der norwegische Verband ist da dafür, das irgendwie anzugleichen oder die Frauen weiterfliegen zu lassen. Und Toni Inauer, glaube ich, hat einen Kommentar verfasst, warum er das nicht befürwortet. Mhm. Wo ich das ein bisschen durchgelesen habe, dass irgendwie, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, schlüssig ist, weil es eben auf körperliche Unterschiede und auf höheres Verletzungsrisiko, glaube ich, war seine Argumentation. Kann jetzt nicht bestätigen, wer das richtig ist, oder? Skisprungen, deshalb glaube ich, kann ich das jetzt auch nicht nachvollziehen. Ich kenne mich ein bisschen bei den Männern aus und ich glaube, ohne dass ich da jetzt irgendwelchen Frauen zu nahe treten würde, so, ich glaube, dass das echt, was das Risiko betrifft, nochmal jetzt anders ist, wie jetzt irgendwie im Skifahren, weil du bist halt da drauf in der Luft und kannst dich dann vielleicht ein windmäßig, das dann nicht ganz 100%ig einschätzen. Aber genau, das finde ich auch, wie wir es beim gleichen Bezahlung gehabt haben. Es gibt einfach, glaube ich, körperliche Unterschiede und wenn die in der Sportart einfach schlagend werden, dann finde ich es auch richtig, dass man auf die Gesundheit der Athletinnen Rücksicht nimmt. Aber oftmals, ich meine, gut, das mit der Zeit ist jetzt, kann ich auch verstehen, dass man halt will, dass aufgrund der Show, dass die alle ungefähr zur selben Zeit reinkommen. Aber ich finde es manchmal einfach nur lustig, wie das sicher mehr früher so war, dass man gemeint hat, man traut den Frauen weniger zu, deswegen dürfen sie einfach weniger machen. Ja, wobei, ob das mit Frauen und Sport nochmal was wird in dem Leben. Ja, du wirst in deinem Leben sicher keine Frau mehr. Das glaube ich, das wird sicher nichts mehr. Jetzt sagst du jetzt da. Die langen Haare hast du schon, das heißt, du bist eh schon am besten Weg. Am besten Weg dorthin, super. Weil lange Haare haben immer schon über das Geschlecht aus. Ja, genau. Richtig. Ja. Du bist jetzt aber schon voll fokussiert auf in 4 Jahren. Genau. Und das ist jetzt dein Main Event. Trotzdem machst du jetzt in ein paar Wochen, einen Abstecher nach Chamonix und schaust du dir den OCC an. Genau. Wieso? Zum Spaß? Also, ich finde es immer ganz cool, wenn man irgendwie im Sommer ein Highlight hat, wo man sich irgendwie auch noch drauf konzentrieren kann. Ich habe jetzt natürlich auch viele Sommersaison gehabt, weil ich das körperlich auch gar nicht aushalten will. Aber irgendwie war das jetzt schon cool, im ganzen Sommer über zu wissen, okay, Ende August habe ich den Lauf und daraufhin trainiere ich jetzt. Und ja, das eine behindert ja das andere nicht. Also, meine Wintervorbereitung hätte jetzt wahrscheinlich nicht anders ausgeschaut, wie jetzt wirklich ein OCC gemacht hätte. Mhm. Aber tatsächlich, wo ich damals die Punkte gesammelt habe, war das so absehbar, aber es war jetzt in der Phase noch nicht ganz klar, dass ich das jetzt mache. Und ich weiß nicht, ich habe einfach das Traillaufen generell so ein bisschen, ja, auch irgendwie Luftschnuppert, sage ich jetzt mal, weil das aber seit Kindern die effektivste Zeit ist, zu trainieren. Einfach, dass ich laufen gehe und Traillaufen und Berg gehen und halt nicht irgendwie große Rennradlrunden fahren muss, wie ich es früher gemacht habe. Mhm. Und von dem her natürlich will man dann auch irgendwie da einen Wettkampf machen und ja, das darf man nicht so einnehmen. Aber ist es für dich sowas wie ein B-Wettkampf, wo du sagst, ich gehe jetzt nicht volles Risiko oder all out oder ist Wettkampf Wettkampf? Weil du machst ja, also wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, du machst ja eigentlich alles relativ fokussiert. Also du machst dann weniger Larifari. Also der OCC ist jetzt sicher kein B-Wettkampf. Tatsächlich jetzt am Wochenende, wo ich im Fußball war, beim Fußball-Kampfball, da war ich am Vortag noch 4 Stunden unterwegs und habe mir halt gedacht, ja, wäre der wurscht sein und das ist nicht mehr so schlimm. Aber natürlich habe ich die 4 Stunden dann am Samstag total gespürt und die haben mir dann auch bestimmt einen Sieg gekostet. Also Seite waren. Aber das war jetzt für mich nicht schlimm oder so. Also klar ärgert mich im ersten Moment und ich denke, ja, wahrscheinlich hätte ich schon gewinnen können, aber das ist jetzt, wie du eben kurz gesagt hast, für mich eigentlich so B-Wettkampf gewesen. Du warst ja relativ lang in Führung. Ja, der Kopflaufen hat mich überholt und
ich weiß nicht, ob ich an dem Tag so einen Tag gehabt habe, ich war eigentlich gern schon bergauf, wäre ich viel mehr davon gelaufen. Ich bin auf den Pulsweit gekommen, aber ich bin jetzt darüber hinaus gekommen und ich kenne meine Werte genau und weiß eigentlich, dass ich normal 10 Schläge höheren Durchschnittspuls vielleicht haben kann bei 3 Stunden und nicht, wie ich es jetzt gehabt habe, mehr als 10 Schläge niedriger. Also da habe ich aber gemerkt, ich komme nicht in Fahrt so richtig. Ja. Also alles war alles blöd und ich bin ein Ziel gekommen und habe mich überhaupt nicht mitgefühlt. Ich habe mir gedacht, sehr gut, die zweite Runde könnte ich gleich nochmal laufen, also die gleiche Runde könnte ich nochmal laufen. Und habe danach mit nichts weh, dann habe ich noch nie gehabt, dass ich noch am Trail auf und zugekommen bin und mir die nächsten Tage mit nichts weh dann noch. So wirklich noch nie gehabt. Ja, das ist, wenn man beim Ultraslauf geht es einem eigentlich, also am nächsten Tag tut immer tut irgendwas weh. Ja. Und am nächsten Tag? Mir tun die nächsten 2 Wochen noch Sachen weh. Ja. Aber das war du bist beim P30 gestartet. Ja. Ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber P30. Und der OCC ist aber dann wirklich wieder auf schauen, was geht. Und 3,5 ein bisschen weiter dann vor. Ja. Mhm. Mit wie viel Höhenmeter hat der OCC? 3,5. Ja, der ist das letzte Stück quasi vom UTMB. Zwei Berge. Ja, genau. Nur, dass er bei La Flégère nicht ganz nach oben geht, sondern quasi unten, also ein bisschen weiter unten entlang. Aber trotzdem diesen Downhill noch hat. Die letzten 7 Kilometer oder 6 Kilometer sind ja auch Downhiller langer. Oh. Upsi. Ich wollte da jetzt nicht spoilern. Nein, das ist Überwindung halt, der Downhill. Also, in der ersten Woche habe ich mich einfach nicht überwinden können, dass ich da jetzt mitziehe. Ich habe halt bei jedem Tag so gedacht, so, und jetzt tut es nicht mehr weh, so, und jetzt tut es nicht mehr weh. Und dann, ich kann auch ganz anders bergab laufen, ich muss da auch auf den Kupferdreh rein und schauen, ob ich das dann in Frankreich kann, weil wenn ich im Kupferdreh frei bin und noch wirklich Power habe, dann kann ich schon halt anders bergab laufen, wie ich im Frankreich laufen. Hat sich das mit den Kindern geändert? Nein, ich, ganz ehrlich, das Beckenboden-Thema brauche ich jetzt nicht anfangen, aber ich habe da auf jeden Fall lang Probleme gehabt, gerade im ersten Kind. Wir zwei wissen wenigstens mittlerweile, was der Beckenboden ist. So weit sind wir jetzt schon. Ja, super. Aber die Frage auch aufs Mentale, weil du gesagt hast, wegen der Überwindung. Nein, hat beim Laufen gar nicht, beim Skitouren gehen merkt es gut beim Bergabfahren. Da okay. Ist eine Blockade da, dass ich mir so denke, darf man kann so weh und weil ich muss daheim im Alltag sein, muss immer sein so. Beim Laufen hast du das Laufen nicht? Ist nicht so, weil mein, wenn es halt nicht liegt, dann soll jetzt großartig passieren. Also wenn du irgendwie aussetzt, Stückerl hast, aber da bin ich normal safe eigentlich. Okay. Ja. Ich tue mir regelmäßig weh, deswegen bei mir hat das schon was getan, auch bei den ganz langen Sachen. Dann okay. So in die zweite Nacht reinzugehen, das ist mit. Ja, aber was, da kann ich nicht mitreden, was ich die Nacht betrifft, das ist ja nochmal was anderes. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann vom Kopf her eine Sache wird, wo man einfach vorsichtig ist, wenn man es nicht geht. Aber es ist ja trotzdem von der Überwindung her, ist es ja trotzdem, bei dir ist es vielleicht nicht die Länge, die die Überwindung ist, aber du bist ja dann auf angewiesen, mit einem gewissen Druck bergab zu laufen. Und genau. Auch wenn es quasi nur aufhauen ist, aber wenn es dich gescheit aufhaut, da kannst du auch schon 2 Achsen brechen und 3 Arme, wenn's blöd aufkommst. Ja. Nein, aber tatsächlich ist bei mir immer das im Hinterkopf so, tu dir bitte nicht weh und deshalb das bremst natürlich in gewisser Art und Weise. Ja, also da sollte das dann beim OCC keine Sorge haben, weil ich glaube, der Pitztal ist vom Technischen her im Downhill, glaube ich, schwieriger. Der OCC ist zwar hinten raus ein langer Downhill, wo man nochmal, weiß ich nicht, 3,30er-Schnitt laufen kann, wenn man fahrt ist. Aber das ist mehr so Forststraßen. Ein Teil ist Forststraßen und ein Teil ist so, naja, ich würde jetzt da als Almenweg durch den Wald beschreiben. Also so Wurzel, also so ein Single-Trail-Wurzelteil. Jetzt weniger Starner oder so irgendwas, aber jetzt aufpassen sollst schon ein bisschen. Aber es ist jetzt dann nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, da sind ganz viele spitze Steine und wenn du einmal wegrutscht, dann weiß ich nicht, dann knallst du wie bei diesem Tromsö-Ding irgendwie eine Geröllhalde nach unten oder so. Also so nicht, Gott sei Dank.
Ja, und ich glaube, der Beatstyle und auch der Gegut sind halt bekannt dafür, der technischer sein. Und wenn du die gut überstehst, dann brauchst du in Frankreich überhaupt keine Sorgen machen. Also generell die ganze UTMB-Strecke, du darfst sie nicht unterschätzen und sie hat schon ihre Tücken, aber sie ist bei weitem nicht so technisch wie das, was beim Gegut und beim Beatstyle. Ja, bin ich nicht mitgelaufen, aber was ich gehört habe, ist der ähnlich. Und da glaube ich, brauchst du das. Das gilt als sehr laufbar, wenn man die Kraft dazu hat. Ja. Das heißt, einfach am Anfang schauen, in die Top 10 bleiben und am Schluss einfach Gas geben. Ja. Nein, ich will auf mich hören. Also ich lasse mich da glaube ich nicht stressen, weil ich denke, dass gute Sekunden laufen werden und Sekunden sind dann so langsam. Ja. Das oh ja. Also wie jetzt so platt war da noch ein UTLW, das glaube ich so vor ein, zwei Wochen die Nachwirkungen spürt. Ja. Also da war es so körperlich tot, das war total. Aber das wirst du vielleicht auch nach dem OCC feststellen. Das erste Mal tut es immer am meisten weh. Und beim zweiten Mal ist es weitaus weniger schlimm. Also ich erinnere mich an meinen ersten 100-Kilometer-Lauf. Ich bin zwei Wochen lang gegangen wie ein 80-Jähriger. Und beim zweiten Mal, der war eineinhalb Jahre später, war es nach eineinhalb bis zwei Tagen so, dass ich relativ normal gehen habe können. Und dazwischen bin ich nicht annähernd dieselbe Länge wieder gelaufen. Also das gibt sich relativ schnell wieder, wenn es das schon mal gemacht hast. Ja, es ist halt jetzt. Das war 10 Monate nach Geburt und das war für mich ein Wunder, dass es überhaupt so wieder gekommen ist in der Geschwindigkeit da. Von dem her glaube ich, dass insofern da noch mehr jetzt dran hat, ein Jahr später. Auf jeden Fall. Und lustigerweise, es gibt viele Berichte, gerade auch bei Trailläuferinnen, die berichten, dass sie viel, viel stärker nach der Geburt eines Kindes zurückkommen und dann noch viel stärker sind. Also das spricht alles für dich, dass du wirklich, so wie der Peter sagst, Top 10 und dann am Schluss gib ihm. Nein, das ist schon ein bisschen hoher Druck jetzt. Ja, mein Wunsch ist Top 20. Passt und wir haben es erfand. Naja, aber du musst ja an die Zeit danach denken. Also an die Zeit nach 2026, wenn nachher das Skitouren, Skimountaineering erledigt ist, dass dann auf die Ultradistanzen umsteigst, weil da ist ja das Thema über 30 bist du ja noch im besten Alter dafür. Ja, das ist also mein Ziel, in die Richtung gehen, aber aktuell kann ich mir das noch nicht vorstellen. Ja, aber dann sind die Kinder noch aus dem Gräbsten draußen, da kann man nachher einmal die Nacht wegbleiben und laufen gehen. Nein, genau dasselbe sein. Auch einmal die Nacht wegbleiben. Und der Lebenslauf ist schon fortgeschrieben. Passt. Ja, Western States 2028. Bleiben. Ich glaube, wie man das sicher hinbekommen ist, wenn Ultralaufen dann auch irgendwann olympisch wird, nämlich 2030, dann. Ja, wobei, der Triathlon ist ja auch olympisch worden, oder? Keine Ahnung. Ist Triathlon olympisch? Jetzt werden uns wahrscheinlich ganz viele Menschen lynchen dafür, dass wir das nicht wissen. Stimmt. Es gibt ja die olympische Distanz. Du bist so schlau. Oh mein Gott, das war vielleicht ein bisschen peinlich jetzt. Aber ja, was soll man machen? Das ist Triathlon, da muss man nichts wissen. Ja, aber wenn Triathlon olympisch ist und die Ironman Group beim Triathlon ganz dick drinnen ist und die Ironman Group jetzt da gerade den UTMB aufkauft hat und jetzt da ganz dick im Ultralaufen drinnen ist, das wird olympisch. Das ist 2030. Aber dann sind wir nur die 20 Kilometer Distanz oder so und dann werden sie so overspecken wie bei uns im Skibergsteigen, wo es gesagt kommt, das wird individuell und Sprint olympisch und jetzt wird irgendwie nur Sprint und Staffel, also in Form von einem Sprint olympisch. Okay. Wobei, auf das nochmal ganz kurz zurückzukommen, das finde ich ein bisschen komisch, weil das Ski Mountaineering ist ja eher im Gelände und so weiter und so fort und diese Sprint-Geschichten. Ich habe mir das ein paar Mal angeschaut, das schaut für mich manchmal ein bisschen aus wie, ich weiß es nicht, wie du baust irgendwie eine Strecke irgendwo hin. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll. Die Disziplin repräsentiert jetzt nicht das Skibergsteigen. Danke, so. Ja. Und von dem her ist es natürlich für uns eine traurige Gewissheit gewesen vor einem Monat ungefähr. Okay, ist das... das andere jetzt, also wie nennt man es, Kandidatenstatus dann fürs nächste Mal? Oder ich hab keine Ahnung, wie Olympia funktioniert. Wir machen sich erst mal 26 olympisch und schauen die Skibergsteigen an.
es kann sein, dass wir 2030 schon wieder gar nicht olympisch sind. Also. Ach so, ja, das ist ja bei anderen Sachen auch, dass du bist bei diesen World Games wieder unterwegs. Mhm. Oder gar nicht ganz. Ja. Naja, aber dann steigst du um aufs Traillaufen, weil dann ist das olympisch 2030. Wirst schon sehen. Gut. Peter, du bist berühmt-berüchtigt für deine Frageliste. Hast du alles abgestrichen? Ja, ich habe eigentlich so im Großen und Ganzen alles abgearbeitet, was ich da draufstehen gehabt habe. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst oder wo du sagst, ganz, ganz wichtig, auch jetzt an unsere weiblichen Zuhörerinnen, warum auch nicht, oder an die männlichen, das weiß ich nicht, Idioten sind. Oder an die Mountain Attack, wenn es doch einmal den Rant loswerden willst. Ja, natürlich. Oder ans Mountain Attack, wenn du nochmal deinen Rant erneuern willst. Nein. Ja. Vor allem gut, das war, wie gesagt, gar nicht so meine Ambition, dass das so eine Wellen schlägt. Ich war da selber ganz überrascht, dass das so eine Welle aufgebaut hat, wo mir dann die verschiedensten Leute angerufen haben und mich diesbezüglich gratuliert haben, weil sie das irgendwie öffentlich nicht machen wollten und mir diverse Trainer und Coaches von allen möglichen Nationen im Weltcup dann danach dazu gratuliert haben. Also irgendwie, das war völlig krass, wo ich mir gedacht habe, das wird jetzt eigentlich gar nicht damit so, dass es so eine Welle schlägt. Aber, ja. Aber vielleicht regt es andere, weil den Veranstalter, den hat es offenbar, dem war es offenbar wurscht oder ist wurscht oder genau. Weiß ich nicht. Ja. Aber vielleicht ist einfach für alle anderen so ein bisschen ein Wink mit dem ganzen Zaun mit Kinder, macht es nicht, das ist nämlich mit Anlauf deppert. Also man sieht, man hat es ja eh schon gesehen, nach Corona war es ja jetzt nicht mehr so, dass es mir gar nicht schon ausverkauft war. Also war es ja auch so, da hat er die Stadtführer ja auch nicht ganz zugehört und so weiter und so fort. Also da hat es mehrere gegeben, die jetzt wegen anderen Gründen auch schon sauer waren auf ihrem. Ich werde es im Herbst sicher beobachten, wie lange es da Stadtplätze geben wird, aber weil es mich interessiert. Aber ja, bleibt spannend. Ist das beim Ski Mountaineering ein Thema, der nächste Herbst und jetzt dann nochmal vielleicht Corona-Welle? Weil man beim Traillaufen kannst du ja sagen, okay, es ist Juli, August, September, da ist es meistens jetzt in den letzten 2 Jahren, da sind ja einige Sachen trotzdem gegangen. Und zwischen Oktober und März haben so ziemlich alles gecancelt, was einmal da war. Nein, also ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr so was Gravierendes auf den Zug, vielleicht, dass man wieder testen muss oder Masken kommen muss, aber ich glaube, das kommt relativ normal. Also Ja, weil auch im Sommer sind die Zahlen hoch, also da kannst du nicht mal mehr argumentieren, dass der Sommer dazu ein bisschen eine Erholung bietet, was zumindest die Infizierten losgeht. Und jetzt darfst du ja schon arbeiten gehen, mit wenn du positiv bist, also jetzt ist sowieso Halligalli, Drecksabatte. Mhm. Ja. Stay positive. Gut, na, ich habe nichts mehr. Du hast auch nichts mehr? Nein. Die Johanna hat auch nichts mehr? Nein, ich sage jetzt noch, lebt eure Träume und lasst euch nicht unterkriegen und ja, das motiviert man immer wieder aufs Neue. Das machen jeden Tag. Das ist wohl wahr. Besser hätten wir den Podcast nicht beenden können. In diesem Sinne. Bis dann, ciao.